Ich sehe die Maus nicht. Ah, da. Okay.
ist einfach nur Trash. Sich hier irgendwie rumzubewegen im Bracket, das ist Hölle. Gerhard Schröder. Wer ist das? Schröder. Wer ist Gerhard Schröder? Schröder vor allem, oh mein Gott. Sehr guter Name auf jeden Fall, sehr guter Tag. Der kann nicht gut sein. Okay, wie lief's? 2-0 gegen bei mir. Genau, 2-0 gegen. Sobashi. Ja, Sobashi. Fucking Game 1. Immer noch Herzrasen. Ja, genau. Aber ich habe mich verklickt und das Ding braucht eine Stunde, bis ich wieder klar komme. Ja, magst du den Chat mal ganz kurz? Das Fenster hier. Ja. Einfach voll wird, ne? Ja. So, und was geht im Bracket? Ah, Juggo. Ey. Nur kleine Note. Juggo. Ich hab verloren. Ja. Aber es war ein richtig geiles Set. Hätte auch anders laufen können. So, es geht noch ein Backup ab. Gerhard Schröder ist Rivka Secondary, alles klar. Politischen Humor für Rivka. Jo, sick der Geldfox, okay. Ja, mal gucken, ob ihn Kevin im Griff. Wer ist D-Rage, oh. Ein Marktspieler, ein Drage. Ich weiß, wer D-Rage ist. Dick Rage ist. Oh genannt. Ja, kleiner Junge rennt gerade ein bisschen davon. Wie kühlt man denn so einen Fox? Das ist die Frage. Oh, das war ein geiles Setup. Ja. Vielleicht eine F-Smash werden können oder sonst was. Ja.
Man merkt, dass Skatejunge sich auf jeden Fall richtig wohl fühlt. Was habe ich für ein Ziel? Ja, gell? Und Iffi darf gegen. Wir sind 8 und 9. Und Iffi darf gegen. Auf Tag ist 5 und wir sind 8 und 9. Auf Tag ist 5 und 8 und 9? Ja. Iffi ist 7 und 6 ist. John Wayne, Entschuldigung! Digga, John Wayne hab ich noch nie ein Game gegeben. Warum bist du nur mit diesen 6? Danach darfst du gegen mich. Ja, auf jeden Fall. Dortmund ist
How do you scroll on this thing? Jesus Christ. Yeah, only put in one thing at a time. And wait for that input to be finished. I see. If all has fails, you can just read off the brick. You're already in losers? Yeah, I lost against Sam. Against who? Sam. Oh, okay. Nein, nicht das Setup des Grauens. Oh Gott. Da ist keine Möglichkeit, den Scheiß jetzt... Oh, da ist das Moped. Los, scroll. Ja. Los. Was ist hier los? Falsche Richtung. Stream noch da noch. Da ist es ja fast. Warum ist das Subo. Hier? Ist das hier? Ja. Korrekt, ich will gegen... Bobble. Oh, jetzt. Du warst oben, ne? Ich war unten. Nee. Nein? Oder? Ich war unten. Ja, richtig. Ich hab 0. Win. Let's go. Nice. Ja, wir müssen auf jeden Fall spielen. Die Seite ist ein Finger lang. Mann, was ist denn mit diesem Spiel? Ja, der ist guter mit seinen Mates. Es war nicht gelungen, dass er da keine zwei Tabs hat. Oh, Juggle Master ist da.
der Joghurt ein bisschen. Holy schmoly, Smash GG, was ist los? Ja, kannst einfangen gegen VK 2-0. Ich habe einfach versucht, so mit Area Pressure zu überwältigen, sozusagen. Ja. Ist auch ganz gut. Sonst mal gewohnt bin, zu tun gelegt. Ja, das ist halt nicht so mein Spielstil, deswegen. Sumo gegen Batman. Läuft das? Nein, das letzte Vorbeste. Das letzte Set vor Best of 5 im Winner. Kernschreuer gegen Fruchtsblut, das läuft jetzt. Soyboy gegen Pirage. Auch. Thank you.
Victor ist im Power Ranking, aber Squirtle noch nicht. Ja, wie auf der Victor hier? Nein. Das ist mir aber relativ geil. Er verdient ja glaube ich zwei, ist trotzdem besser, wenn er 3 Jahre hat. Oder halt jetzt nicht aktiv angezeichnet, aber. Der war doch auch mal hier. Ja. Dann hat er ja. Geld immer eine Game verloren, 2. denke ich. Und dann spielt er nur noch nicht Play. Jarrell, bist du noch da? Geil. Wahrscheinlich nicht. Ja, hat die eh noch einen Rebell mal. Schon eingeschlafen, so lange meine ich. Die Kommentare. Eingeschlafen, nachdem Jojo gespielt hat.
D-Rage? 2-1 für D-Rage. Wow. Was gibt den Kortan? Spielen die schon? Ja. Entweder könnt ihr warten oder ihr könnt on stream oder könnt jetzt parallel spielen. You can choose between getting on stream or. Mama, habt ihr schon angefangen? Wollt ihr euch abgeklebt und spielen? Ja. Ja. Weil er hat ja Zeit, das ist vielleicht besser, weil er hat ihn Mann, sorry. Achso, du hast noch nicht eingetragen, oder? Ja. Wie spiele ich? Krass, wie du hier die Kaukas. Die untere Hälfte des PRs zerpflanzt. Kann ich gucken? Ja, ich wurde aber ein bisschen cocky so. Ich dachte, ich hole mal meinen Secondary Falcon raus. Wo stehst du? Wer ist Gerhard Schröder? Ich. Okay, gegen wen spiele ich? Hast du Game 1 von mir gesehen? Nein. War voll knapp. Last Stop. 2-0 oder 2-1? Wisst ihr ja immer noch nicht. Ich verstehe halt nicht, warum du jemals vom Marv runtergegangen bist. Das wäre eigentlich voll gut wissen. Nee, aber ich habe richtig gut gespielt. Ich glaube, das liegt am Karten. Du spielst. Ich glaube, V-Rage. Nochmal, komm wieder, jedes Turnier. Sean Wayne gegen Sub-Zero, läuft schon. Effie gegen Fur, läuft auch schon. Zeit. Scheiße, Mann. Sehr schade. 2-1, knapp gesetzt. Thank you.
Gegen wen? Gegen E-Rage. Last Dog, Game 3, Last Hit. Er hatte noch 140%. Weißt du, wie ich das meine? 140% hat er noch. Kennst du ihn? Ja, du musst deine Coaching-Sessions auf einem Freitag geben oder vor dem Turnier oder sowas. Das habt ihr überlegt ja auch, weil viele Leute können nicht mehr. Ich kann einfach früher Feierabend machen, ja. Ich bin einfach vom Montag bis Mittwoch nicht da. Das ist schwierig, weil ja, passt immer in der eigenen Reihe. Passt nicht, oder? Schade. Ja, das ist echt schade. Ja. Naja. Vielleicht wird es ja so ein Abend, kann halt jeder, aber ne, du musst halt auch. Ja. Naja, vielleicht wird es ja. Guck mal, vielleicht ist es ja noch einen gewissen Tag raus. Ja. Was ist los? Was ist los? Zocken wir? Zocken wir? Oder musst du schon gleich da spielen? Komm nicht klar! Weil ich bin ein ganz Thank you.
Warum denn auf die Vase? Ja Leute, was geht ab? Ist hier überhaupt jemand da? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es steht. Ich glaube 2-0 für Askeflink. Möglicherweise Last Game. Loser's Bracket geht voran. Und Iffy gegen Third könnte spannend sein. Worf-Tage gegen Gerhard Schröder. Ich glaube, letztes Mal hat er Gerhard Schröder gewonnen. Also ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich echt keiner da. Und den Stock, das war ein guter Stock. Ab geht's. Victor, ein Lebenszeichen hier. Berlin 13 Atze oder Berlin 13 Zed? Das ist gleich die Frage. Mal schauen, heute Berlin verteidigen, ob das drin ist. Ich denke schon, aber mal gucken. Askeflink, Falco, Oldschool, schon lange in der Szene. Kennt sich aus, kennt die Tipps und auch die Tricks. Viele schreien auf keine Deeps, aber er kennt sie alle. Alter Hase, Askeflink hier mit der Backer, Double Laser Safe. Backer, nee, Down Air, okay. Ah, er jumpt von der Plattform, Double Laser und F-Smash. Yo, Victor jetzt mit dem Lead. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es steht, ehrlich gesagt. 2-0? 1-1 vielleicht? Nee. Kein Plan auf jeden Fall. Hier steht auch nur im Stream alles falsch. Ja, Leute. Nein. Are you gonna play against Banana Man? Mit Iffy und Third? Ja. Weiß ich nicht. Iffy und Third, wie sieht es aus? Wer? Ja, er ist 2-0 gewonnen. Ich kann das Ding jetzt Banane, der beste. 3-1 für Bob Tani. So. Na? Network Error. Oh, was? Ja, nee, probier, geht einfach nochmal. Wie spät ist es? Oh, 2-1. 2-1, glaube ich. Oder wie steht's? Ich glaube 2-1. Für? Für Askeptik. Das ist noch gar nicht so krass, wie ich gedacht habe. Ja, dann klar. Ich dachte, ich kenne den Namen wohl halt. Weil du Offstage ist und Upbeat musst du sofort runtergehen. Das ist das, was wir am Maus machen. Upbeat, Illusions mit Double Jab Cover. Hast du eigentlich am Dienstag wieder Smash-Dinges gemacht? Ja, aber dann haben wir nur gegrindet. Ich habe nichts vorgestellt noch, weil ich habe auch keinen Inhalt. Ich muss noch mal arbeiten. Ich bin gerade mit dem CV und oh shit. Oh shit. Oh shit, was geht ab? Das ist keiner im Chat leider. Ein Zuschauer. Ja, weil ich wieder normal spielen kann. Ich werde im Moment noch Falco machen. Echt? Ich habe halt die letzten drei Wochen gar kein Melee mehr gespielt. Und deswegen spiele ich jetzt nicht mehr. Ich werde die Sheik spielen, das ist halt scheiße. Der hätte schon ein Mega-Weh. Ja, echt? Mega-Weh.
Ich will die Spiele im Allgemeinen. Allgemein schon mal gut. Das war jetzt schon mal vor 2 Jahren, also genau so. Da habe ich halt auch einfach kaum gespielt, gescratcht und dann war es halt wirklich einfach komplett okay. Ich muss mich auch nicht selbst drauf. Das ist gut. Das musst du auch machen. Wenn du jetzt einen Treff bringen oder so, wenn du Kraft in die Hand nimmst, musst du halt hoch aufbauen. Echt? Das kann ich scheiße. Ich glaube, es liegt ja daran, dass ich am letzten Tag hier spielen darf. Das ist auf jeden Fall auch. Und daher vom Klavier alleine. Die keine Kraft erfordern, weil das sehr häufig wiederholt wird. Let's go! Ich habe halt Klavier alleine nie Probleme gehabt. 2 Stunden später, aber wenn du alles so auf einmal machst, dann geht's Klavier und Viktor holt die Kuh. Letztens sogar mal die Porsche jetzt was. Vielleicht mal das Interface updaten? Ja, auf jeden Fall. Ach, wir hatten gewonnen. Hast du hast du Falco gespielt? Was? Hast du Falco gespielt? Und das wolltest du der Welt was beweisen? Rede mit der Wirtschaftsposition lehnen. Ein Spiel zu machen. Was? Hast du ein Spiel gewonnen? Nee, 2. Ach, ist 3-2. Hätte ich auch machen können, hatte ich mir auch schon überlegt, so ein kleines Projekt. Allerdings, wenn ich das Feiern nicht müssen, dann hätte ich es mit dem Router, das würde ich mit dem Gmail jetzt einrichten müssen, damit ich auch mal erreichbar ist, bitte jetzt. Und dann habe ich mir kurz gegoogelt, jetzt hätte ich die ganze Zeit online, sondern nur, wenn du reinschaltest. Wenn keiner drauf ist, schreibe ich 5 Minuten, dann wird jemand die Base beantworten. Das ist auch verständlich. Ich habe jetzt überlegt, dass ich mein Restaurant von oben baue. Das ist einfach ein Thank you.
der Mainwitch ist bald vorbei, hoffentlich. Ist Gold ausgegangen? O2 für Sam. Also O2? Ja. Ich hab ja Sam. Ja. Was? Das ist nee. Der Top Elf. Das ist das beste Fall. Ja. Ja, wir haben uns auf Beste 3 geeinigt, dass wir O2 bekommen. Ich hab O2 bekommen. Das ist zu spät, werden. Also für Sam, ja. Losgegangen ist, wenn es nicht gerade zu der ersten Start ist. Jetzt reicht ein 3-0 einmal, das meckert ja. Ja. Das sind ja Jeffrey. Das ist doch eine 3-0. Kann man es nicht einfach als 2-1? 2-0? Ja, quält es hier halt irgendwie bescheuert aus. Ja, aber wenn das hat man halt auch. Mach es lieber so, wie es passiert ist, als. Ja, nee, 3-0 ist Bullshit, aber 3-1 aber 3-1 ist. Ja, 3-1 aber genauso. Ja. 3-0, but close. Ja, ich trage 2-1. Chat schauen und so ein richtiger Commentator sein. Jojo, die kleine Notte vorlesen. Oh, oh Mann, das wär's. Guck mal, wie Michele hier wieder am Haten ist. Der Junge hat ernsthafte Flaming-Probleme. Unglaublich.
kein nettes Wort aus seinem Mund. Ist ja schlimmer als ich. Nice, der Muff da war cool. Oh. Das ist einfach rangeklebt. Das ist hier lustig. Hä? Das ist da rangeklebt, das. Was ist rangeklebt? Braune. Oh mein Gott, nein! Oh, was los? Der obligatorische Geld. Ich weiß von Karon, er hat mal gesagt, dass er es nicht leiden kann, wenn man ihn taunt. Ich glaube, jetzt wird gefickt. Ich glaube, der Prozentsatz von F-Smashes wird sich deutlich erhöhen. Ich glaube, Karon wird Geldtyrannie immer weniger schenken. Aber das war nicht safe, ja, ich fand schade. Der Kettengriff. Oh! Das ist das schlimmste Gefühl, aus dem Chang'an rauszukommen und dann direkt danach wieder Kraft zu machen. Schon, wenn man halt seine Chance hatte. Aber obwohl man sie nicht hat haben dürfen. Dann Kontakt von einem. Oh, nice, das war ein richtig. Oh, wow. Ja, noch besser. Okay. Das ist gleich krank. Sehen wir halt das erste Geldjunge. Quasi. Oh mein Gott. Das ist halt Arthur des Hortens, Bowser des Shine Stores. Die haben noch nicht ein einziges Mal funktioniert irgendwie. Das ist. Oh ne. Wer will es? Bei 25%. Hunger. Oh, der Crouch kennt sich richtig Big Brain. Das war nicht so Big Brain. Das war Big Brain? Das war nicht Big Brain? Das war nicht Eddie Brain. Der ist der Griff. Das Schwertmanns gefangen. Ein bisschen früh wird das bereuen. Oh. Wow, kein Engel. Vielleicht ist es doch nicht mal. Iffy hätte den getroffen. Mein Gott. Da fehlen die Notches. Aber Iffy ist nicht so weit gekommen. Deswegen ist halt Iffy vielleicht zu Maul. Ist das Ding noch da? Ist der schon raus, oder? Nee, der muss immer los halt. Deswegen. Also bis um 10 haben wir Zeit, bis wir da reichen. Ja. Erstmal eine Stunde angefangen. Ich will doch sicher gehen, nicht dass halt. Es ist immer so kacke auf heißen Kohlen zu sitzen. Das Turnier stagniert ja. Ja, alles super gelaufen. Wenn wir kurz gucken, was Au ist. Ja, es könnte durchaus das hier sein. Oh. Ja, OP, da ist auch was, da wahrscheinlich Geld im Kampf. Boah, ist das erst 8:30? Ja, die haben richtig schnell gespielt, also haben wir voll gut gemacht. So viele Setups heute am Start, ist perfekt. Okay. Dann bin ich halt hart für Karon. Let's go, Karon. Let's go, gutes Melee. Scheine. Sam hätte dafür irgendwie was verdient.
Arthur, du gegen Askeflink und Geldjunge gegen Sam. Ja. Aber erstmal Geldjunge, Ausnahme Smog und Arthur. Ja. Naja. Ja, nur das bei Gewehr ja hier. Aber ein paar älter bitte, weil ich glaube, das ist so ungefähr ja. halb zehn durch. Es geht so darum, dass halt Askeflink durchkommt. Das war. Ja,
zwar. Okay, nach meiner eigenen Regel wäre VK low seeded. Also hört sich mein Maul halt. Ja, ich habe ihn halt hochgemacht, weil. Ich hätte ihn hochgemacht. Aber so nach meiner eigenen Regel, die ich vorhin erfunden habe. Ja, ich werde das nächste Mal jetzt einfach anfangen, euch nochmal zu fragen. Weil du hast schon recht, das war ein bisschen schlecht. So, ich meine, es ist okay im Sinne von, man kann es ja auch mal rotieren so ein bisschen, aber ihr habt schon recht, dass ihr eigentlich höher seid. Also ich habe ein krasses Racket hier geschnappt. 3-1? Ja. Ja, dann kommst du halt nächstes Mal höher schon allein deswegen. Oh, vielleicht treffen wir uns dann nicht mehr im Racket. Vielleicht nicht, aber ich meine, ich komme eh zu gut. Also ich muss dich auch höher sehen, wenn also, du hast ja, jetzt drei Turniere in Folge halt irgendwie Leute aber einfach gefickt. Weil ich gedacht hätte, dass du vielleicht zu viel Wasser hättest, die zu siegen. Ja, ich meine. Ja, wollte ich ja einen Stream spielen, dann. Der Rust geht halt irgendwann runter. Ja. VK? Ja, du musst jetzt Turnier spielen.
ich mir nicht meine Tasche hier unten rausholen müssen, aber ich bin mal. Weiß wie deiner, bloß cremig. Hast du zufällig einen creme-weißen Controller gesehen? So wie den, bloß cremig. Nein, würde ich sofort wissen. Seitdem ich mein Set gespielt habe,
Also, weiß ich nicht mehr, wo er ist. Ich kann ihn selber weggepackt haben, oder? Ist er nicht irgendwie in der Tüte oder so? Nee, im Taschenbuch. Nee, da ist er nicht drin. Oder ich weiß. Nee, der ist ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich hier in der Zeit habe. Ich denke, mein Auto ist da.
tatsächlich. Ich habe hier nichts reingepackt, höre ich mir auf. Hier ist meine Jacke. Ich muss noch mal eingucken. Das kann ich, kann ich mir das wahrscheinlich vorstellen, dass ich einfach Geisterwesen reingegangen bin und das da reingepackt habe. Ja,
weil das Gefühl wirklich jeder einzelne Recovery von Banane von der Ledge auf die Stage ist sehr gemütlich. Zeitbox spielen.
Fick ihn jetzt, Paul, was ist los? Spannend. Der war gestern auch bei mir der Ass gepflegt. Die haben zum Schluss auch im besten Fall gespielt, dass ich ihn den ganzen Abend gebockt habe. Und dann lag ich 2-0 vorne und er hat noch 3-0 gewonnen, 3-2 gewonnen. Also, ja, er hat nochmal 3 in Folge gewonnen dann. Also machen wir uns nichts vor. Der Typ ist nicht zu unterschätzen, aber vielleicht nicht genug für Geld, Junge. Ja, wo man sagen muss, die zwei Games bis. Also er hat ja teilweise nicht gespielt, aber. Wichtiges war dann schon so ein bisschen komisch gezogen. Ja, genau, voll, genau. Das ist ja das Ding. Ich finde, Askepfing spielt schon heftiger, also wie. Aber das jetzt hier, ne, ja. Das ist falsch. Losers oder? Ja, das ist falsch. Spielt gegen wen hast du verloren? Gegen Bob Target und gegen wen noch? Gegen. Ja, mal wieder Falco gespielt. Ja. Falco macht aber auch Spaß, ne? Ich spiele in letzter Zeit auch so gerne. Ich spiele halt, weil ich habe halt letzte Woche kein Medi mehr zu Hause gespielt, weil Ende wieder deswegen. Au.
Wenn deine Hände wehtun, solltest du vielleicht nicht mal Co. spielen. Ich spiele halt hier einmal die Woche Secondaries, damit ich halt. Ich will halt zu Hause nicht frei sein. Zu Hause gar nicht. Ich will nur daran, dass ich hier den Schick spiele, weil es halt. Das verfälscht dein Ergebnis. Ich würde sagen, du savest dein Ranking. Ja, das schon, aber ich meine, das kostet auch einfach mega. Ja, ich verstehe, wer das scheiße. Unsauber. Oh, what? Es ist over Geld, Force. War ich auch gewagt. Ich wäre in die Kante gegangen. Ich war das halt der Meta-Rating, ne? Ja. Wir nehmen diese. Wir nehmen alles. Ich hab total einen Schein gebrochen. Ne? Ja, voll. Also, er macht Double Jump, geht Junge, springt hoch auf den Schein. Oh. Oh. Das haben wir verdient. Gar nicht von Geld. Oh, the phone, ey.
auch Schein gibt. Also auch von ja. Hast du vielleicht meinen Controller gesehen? Creme. Hast du noch nicht gefunden? Es muss halt jemand ihn eingepackt haben, aber ich habe ihn irgendwo eingepackt. Ja. Ich habe ihn eingepackt.
Hast du eine Woche? Ja, es lohnt sich ja auch nicht. Erstmal, wenn ich heute Abend nicht mehr finde, dann. Naja, ist ja eigentlich von jemandem. Ich glaube nicht, das ist deswegen. Ich will vorm Gehen nochmal alle Fragen hier im Beutel dazu. Sollte eigentlich heute, aber der Dennis kann es ja machen jetzt. Naja, dann. Ist Bracket eigentlich online? Ist das danach? Achso, Bracket ist nicht online. Ist okay. Ist ja kein Ding, das wäre der Fall. Also ich mach's. Ja, danke. War wesentlich besser von ausgeflinkt als in Winners Finals noch. War es 3-0 oder? Ja, es war ein richtig hartes Training. Ich spiele schon viel besser. Konati! Let's go, Konati! Konati Story! Kann man hier die Brackets public machen? War es nicht hier? Das ist. Ah, da, ja, da ist hier immer drüber. Normalerweise mache ich das immer, wie ich das zu dir erstelle, gleich auch. Ich habe das eigentlich immer schon alles gemacht, bevor ich das Turnier überhaupt auf Facebook poste. Oh, ja, hast geblinkt. Weil ich das auch noch falsch. Aber manche Sachen finde ich beim PR komisch. Kein Spoiler. Ja, tschüss. Oh, 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 what? Oh mein Gott! Wer wie häufig hier Rotation nimmt.
Okay, der Entwickler von Rivals of Ether hat schon Bilder, Video gezeigt, wie er Rivals of Ether auf der Switch hat. Ganz cool. Menschen sind ultra klein wie uns. Das Game ist sicher alles, wie er spielt. Man sieht, dass er nicht ultra klein spielt. Ich würde das halt. Sieht so scheiße. Es gibt nicht die extremen Probleme mit der Switch Joy-Con. Ja, aber man kann halt Gamecube-Controller benutzen. Ich habe halt gerade eine Switch von einem Kumpel ausgeliehen, bei Ende. Ja, aber ich merke mich halt gar nicht mit den Joy-Cons, die sind halt schon ziemlich alt. Das sind halt manche. Das ist halt so Serien. Ja, meine auch nicht, aber ich meine auch nicht. Nee, nee. Falco ist immer auch so. Was? Ist immer auch extrem gut. Das kann man trotzdem checken. Ja. Das hat einen zu spielen. Oh, oh no! Oh, das ist ein Suicide Down, ja. Guck mal, Karons Lacher einfach an. What the fuck, was? Das ist schon länger ein Chess. Oh. Oh nee, kein. Oh. Out. Oh, wo war der Schild da hergekriegt? Ja, vorbei. Ich glaube, ich einfach da nur ein Elfspiel spielen. Was? Absolut. Okay, jetzt kommt es. Let's go, Opus! 2 Plätze dazu gewonnen heute Abend.
ersten Mal seit vielen, vielen Monaten, wie ich sehe, Iffy! Ja. Zum allerersten Mal über seinen guten Freund und Teammate Iffy, der andere Mann von Team Swiffy, Sean Wayne, vier Plätze aufgestiegen. Das hört ihr! Über ihn, völlig abgefahrenerweise, Rolf Tage. Man hat gespielt wie ein Geistiger letzte Saison, machen wir uns nichts vor. Und der dritte von diesen vier Marvs, die wir jetzt sehen, Banane, Marmelade. Ich hab gehört, wir haben dich als Marv und ich war dafür, dass ich mich als Marv auch noch mal mache, weil wenn es hart auf hart kommt, spielst du auch Marv. Nein, machen wir nicht. Okay, Platz 12 Banane. Platz 11, unverändert von der letzten Saison, Tough 7. Jetzt kommen wir in die Top 10 und zwei Plätze verloren hat Senu. Naja. Wir haben einen Wiederkehrer, unseren zweiten Wiederkehrer nach Banane auf Platz 9, weil nichts so richtig super überzeugend, vielleicht auch nicht immer sein Main Peach gespielt. Hans! Hey! Auf Platz 8, einen Platz aufgestiegen und das vierte Mal in Folge aufgestiegen. Benno! Auf Platz 6, einen Platz aufgestiegen, weil kein Abwehr. Kann weg ist ich! Hey! Von 10 auf 7. Oh, okay. Zwischen Benno und mir, die ich beide schon vorgelesen habe. Geld, Junge! Der zweifache Arcadian-Gewinner. Geld, Junge! Ein extra Applaus. Fangen wir bei Platz 5 unverändert, weil er wahrscheinlich auch kaum da war, genauso oft wie man herkommen musste. Victor! Zwei Plätze aufgestiegen. Weil der Victor überholt hat und weil Kahn nicht mehr da ist. Auf Platz 4, Stevo! Hey! Unverändert, weil Kahn nicht mehr da ist, aber Konzi ihn überholt hat. Dusa! Platz 3 für Dusa. Er ist jetzt auch bekannt, neuesten bekannt als Xara. Auf Platz 2, Japanobi. Ja. Und was denkt ihr, wer ist Platz 1? Jetzt, wo Kahn nicht viele Turniere gespielt hat, wer hat alle Turniere gewonnen, wenn sonst niemand da war? Und wenn sonst jeder da war? Genau, Arthur! Ja. Shoutouts an unsere gefallenen Brüder Kahn und Nick, die in Honorable Menschen sind, weil sie arschsick sind, aber nicht auf dem Weg da waren. Und abgerutscht in, könnten es vielleicht doch auch ungefähr so gut wie den Mutenkönig sein, aber waren es doch nicht so richtig? Alex und Hiro. Brought to you by Kobobi, Rivka, Tafsi, Stilo, Dan Ulrich und Caro. Und die Frage ist von Morgenkampf-Zeit-Fünger-Vereine-Fünchen wird hochgeladen auf Facebook und Twitter und weiß nicht, irgendjemand wird das schon ins Discord laden. Leute, das war Berlin Melee für 2019. Wir gehen jetzt alle nach Hause. Tschüss. Ja,